Willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Trophy Day bei Wolf Shattered New Order. Zum Beispiel jetzt hier Kugelspender und hier den Ausdauer 2 Perk, also die Vorteile hier. Natürlich müsst ihr klar was bei Kugelspender machen, danach könnt ihr Ausdauer 2 machen, weil klar, sind davon abhängig. Ne? Für Kugelspender müsst ihr Abschüsse mit einem Geschützstand 20 Stück erfolgen und danach 5 Kills hier mit dem abmontierten Geschütz hintereinander. Das ist aber überhaupt kein Act. Man sieht es auch schon in Kapitel 01 bin ich hier, Totenkopfsbasis. Genau hier, relativ gegen Ende der ersten Mission ist es hier schon erstmalig möglich, beide Dinger da zu holen. Und zwar genau da, wo ihr diese beiden Mannequins hier seht, die den Geschützwagen da ziehen, ist nach einer Kommandatur gut möglich. Und hier könnt ihr dann das ganze Geschütz dann hier dementsprechend bemannen bzw. mitnehmen. Also hier ist eins fest montiert, hier bei diesem Rondell hier. Da rangehen und dann diese Gegner hier besiegen. In meinem Fall noch 3 Stück mehr. Jetzt haben wir den Kugelspender-Erfolg. Und dann danach Viereck gedrückt halten zum Abnehmen dieses Geschützes. Und dann kann man hier jetzt in dem Fall nochmal 5 killen hier. Wenn man trifft. Gott, das war in meinem Fall wohl jetzt gerade eben nichts. Macht aber nichts, weil wenn es hier bei euch auch so sein sollte, macht einfach Folgendes. Ihr drückt hier Options und dann hier Kontrollpunkt laden. Dann seid ihr direkt wieder genau da, wo ich jetzt gerade eben angefangen hatte, beziehungsweise direkt an diesem Rondell, um das Ausdauer 2 nochmal nachzuholen. Ist ein bisschen trickier. Das Ding, was halt echt hintereinander passiert oder passieren muss. Wie man das hier jetzt sieht. Na, alle nochmal ran da. Direkt Viereck gedrückt halten. Abmontieren. Und dann mal nochmal hier. Nein, da habe ich jetzt die Fässer erwischt, anstatt die Gegner. Probieren wir es mal einfach mal weiter. Ne. Das war jetzt schon wieder verkackt, wie man sieht, weil ich habe keine Munition hier mehr. Könnt ihr natürlich jetzt auch wieder hier aufmounten, um die Munition wieder voll machen zu lassen. Aber obwohl da unten sind noch relativ viele, ich probiere es einfach mal. Dass ihr mal das sehen könnt, was ihr hier alles probieren könntet, um das Ding hier freizuschalten. Na, also hier sind nochmal 3 Stück hier unten. Oh. Das waren jetzt theoretisch 5, passiert aber trotzdem nichts. Gut, das ist jetzt doof. Das ist jetzt gerade echt doof. Dass ich euch das so nicht zeigen kann, weil man sieht es ja hier. 5 Abschüsse innerhalb von 10 Sekunden mit einem abmontierten Geschütz. Na, das hakt jetzt gerade mal wieder, macht aber nichts, machen wir jetzt sicher einfach nochmal. Oder beziehungsweise ihr in diesem Fall auch. Einmal teste ich jetzt hier mal noch, um euch das eventuell zu zeigen. Ja, das so ist natürlich, wenn die Sachen da echt in die Luft fliegen, dann zählt es nicht als Abschuss von dem MG, sondern hier einfach als ja, Explosionsschaden. So, dann nochmal. Ja, das waren jetzt gerade die schon wieder. Jetzt haben wir es doch. Jetzt haben wir das Ding aus Ausdauer 2. Da ist es. Jo, alles klar. Gut, ich wünsche euch viel Spaß danach machen. Denn wir sind jetzt genau hier. Und ja, haut rein. Wünsche was. Servus und ciao.